Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei 19 Adventures. Jason und ich sind unterwegs. Wir haben Mitte April, jetzt ist wieder relativ kalt geworden und wir versuchen ein paar Karpfen zu fangen. Dazu haben wir uns jetzt, ich habe mir ein paar Tipps eingeholt, auch von ein paar Profis, weil wir ja nicht so die Profi-Karpfenangler sind, sondern es nur mal so nebenbei machen, wenn wir einfach Bock drauf haben und jetzt haben wir Bock drauf. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie unser Futter aussieht. Dazu suche ich gerade mal, achso, da, das ist schon weg, genau. Da habe ich die Verpackung schon weggeschmissen. Wir haben hier erstmal einen Mix drin aus Maiskörner, Hanf und Tigernüssen. Das gibt es schon fertig zu kaufen bei Angel Joe. Ja, das ist schon das fertige Futter. Dazu haben wir dann noch ein paar Proline Boilies reingehauen. Das ist hier Peach Pepper. Dann von Vital Baits oder Vital Baits Nutty Crunch. Da haben wir auch welche mit reingehauen. Halt auch einzelne und auch welche, die wir zerdrückt haben. Und unsere Lieblingsboys, die Banana GLM. Dann haben wir ein Lockstoffkonzentrat mit reingemischt. Das ist jetzt hier Butter Vanille. Und des Weiteren noch einmal von Sensas Sorte Zwieback. Ist das, glaube ich, müsste es sein. Und Scopex. Schön süß ist das Ganze. Es soll schön milchig sein. So wurde mir es auch gesagt. Probier milchig, es muss eine schöne Wolke unter Wasser geben. Jetzt gehen wir mal kurz vorne ans Wasser und hauen mal ein bisschen was rein und gucken, ob es wirklich schön milchig unter Wasser ist. Let's go! Also ihr seht die ganzen kleinen Partikel, die jetzt langsam zu Boden rieseln. Und eine kleine Wolke entsteht dabei auch. Jo, probieren wir unser Glück. Ich hoffe, man hat es auf der GoPro halbwegs gut gesehen. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen, ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt holen wir die Spomb raus und werden erstmal füttern, dann die Stelle klippen, dass wir mal an die gleiche Stelle werfen. Und dann werden wir noch unsere Route klippen, dass wir genau unsere Route auch da haben. Ja, Leute, ich bin ein bisschen unter Stress. Wir haben nicht viel Zeit, wir sind spät angekommen, es wird gleich dunkel, deswegen schnell füttern und die Routen raus. Let's go. Genau da will ich hin. Und das klippe ich mir. Ich erkläre euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe mit den Distanzen, dass ich immer den gleichen Spot treffe. Das ist gar nicht so schwierig. Das ist natürlich jetzt noch nicht auf diesem krassen Profi-Level. Die machen das zwar auch so ähnlich, aber ich erkläre euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir natürlich erstmal mein Futter zusammengemixt. Das habt ihr gesehen, wie wir das gemacht haben. Dann macht ihr das in eure Futterrakete, also beispielsweise in eure Spomb. Wirft an dem Platz, wo ihr angeln wollt, macht dann euer Clip rein in die Rolle, ganz wichtig, und könnt so dann die ganze Zeit schön füttern, füttern, füttern. Und werft immer wieder durch den Clip an den gleichen Spot. Dann ist aber natürlich das Ding, ihr könnt dann auch den Köder damit, euren Hakenköder mit auswerfen, aber dann müsst ihr den Clip lösen, weil wenn der Karpfen sonst Schnur nimmt, reißt euch die Schnur oder er kann nicht weiter Schnur nehmen, weil ja der Clipper drin ist, reißt euch eure Route von Rodpot etc. Deswegen ganz wichtig, nach dem Füttern fangt ihr an, die Schnur hier einmal. Ich habe hier zwei Routenständer aufgebaut, am besten macht man es mit Banksticks, das sind jetzt ganz normale Routenständer, im Abstand von sagen wir mal 3 Meter. Legt dann eure Spump hier ab und zählt, wie viele Wicklungen quasi, also hier einmal rum, zack, dann hier einmal rum, zack, hier einmal rum, zack, ihr, also wie viel ihr zählt, bis halt der Clip erreicht ist. Und jedes Mal, wenn ihr dann ausgeworfen habt und den Clip gelöst habt, wieder eingeholt habt und ihr nicht wisst, scheiße, könnt ihr ganz normal wieder euer Grundblei hier ablegen und eure, sag ich jetzt mal, Umdrehungen zählen. Und schon könnt ihr den Clip dann wieder einhaken und trefft wieder genau auf die gleiche Stelle. Ich denke, das habe ich ganz verständlich erklärt. So, hier seht ihr übrigens meine Tackle Carp Tasche. Hier habe ich verschiedensten Sachen drin. Hier vorne die ganzen Boilie Stopper und Boilie Nadel und sowas. Und hier dann die Poppies. Hier habe ich einmal Pina, ja wie auch immer, auf jeden Fall Ananas. Dann Zitrus. Kondensmilch, richtig geil. Und dann noch ein paar andere Poppies halt. Ja, genau. Das so und hier hinten habe ich dann noch ein paar Vorbecher drin und so. Macht sich ganz gut, so eine kleine Tasche kann ich euch nur empfehlen. So, Freunde. Boilie
in Liquid getunkt und dann ins Powder. Dann habe ich noch ein bisschen Liquid über den PVA-Sack hier gemacht. Dann auch nochmal Powder rüber. Jetzt muss man sich nur beeilen, weil es löst sich natürlich sonst langsam auf. Dann geht das Ganze so ins Wasser. So, Freunde, jetzt haben wir einen drauf. Ist das geil. Oh, ich sollte mal mein Licht Rotlicht machen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er hier nicht in die Route schwimmt. Ja, eine Schnur. Ein hier. Ah, ist drin. Ist drin. Jetzt haben wir den Salat. Den richtigen Salat. Geht leicht zu lösen. Ganz entspannt. Der erste Karpfen dieses Jahr für uns. Nice. Ganz kleines Ding, aber immerhin. Fisch ist Fisch, oder? Petri. Ja, danke. Den werden wir jetzt gleich releasen. Er hat hier, so man sieht, so einen kleinen Bauch. Vielleicht hat er unser Futter gefressen. Das heißt, wir werden gleich an dem Platz, wo der Fisch kam. Ja. Ja, der knurrt. Oh, ja, ist gut, mein Süßer. Kommt gleich wieder frei. Werden wir auf jeden Fall noch mal ein paar bisschen was hinterher füttern. Ja, Mann, nice. Geil, weiter geht's. Okay, mein Kleiner. Und du darfst jetzt direkt wieder. Alter, das war mal ein Release. Geil. Das ist die Kombi, die mir jetzt den Fisch gebracht hat, bestehend aus einem Banane GLM Boilie 18mm von Vital Baits. Dazu diese Ananas Pop-Ups in 14mm. Das dann einmal eingedippt in Sensas. Das ist hier, glaube ich, Zwiebacksorte. Und dann nochmal in Butter-Vanille-Powder. Also wirklich volles Programm. Und ja, das hat den Fisch gebracht. Vorhin gefacetimed mit Dirk. Meinte, ey, yo, ich brauche mal noch was. Was hast du denn alles so da? Und dann hat er mir das parat gestellt. Dann wurde es abgeholt. Weil ich da noch nicht konnte. So ging es ganz einfach. Bumm. Es hat den Fisch gebracht. Sehr nice. Ihr habt gesehen, der erste Fisch kam raus. Wir sind wirklich richtig erleichtert, weil es ist echt nicht einfach, bei den Temperaturen einen Fisch zu fangen. Das Wasser hat noch unter 10 Grad, auf alle Fälle. Aber die Tipps von Dörre, schöne Grüße, haben sich auf jeden Fall gelohnt. Er meinte, leg eine Route nah ans Schilf. Haben wir gemacht. Also nicht direkt ans Schilf, aber so 2-3 Meter davon entfernt. Und auf dem Spot ging es auch. Es lief die ganze Zeit nichts. Kam jetzt um 12:30 der Fisch. Dann haben wir aber das so gemacht, dass wir den Köder eingedippt haben in Liquid und dann nochmal in Powder. Vielleicht hat das den Schlüsselreiz gebracht, vielleicht auch nicht. Aber das haben wir jetzt bei beiden Ködern so gemacht, weil wir wissen auf jeden Fall, so haben wir Fisch gefangen. Und deswegen, ja. Die anderen Routen haben wir auch nochmal neu ausgebracht. Ihr habt gesehen, das hat sich alles ein bisschen vertüttelt. Jetzt probieren wir weiter. So, Freunde, früh in den Morgenstunden. Und Jason hat Fisch drauf. Und das ist wieder die rechte Route, die ablief. Ich habe eben die ganze Zeit gesagt, also jetzt kommt noch eine heiße Phase. Und da ist die heiße Phase. Aber es ist wieder ein kleiner, ne? Ja. Gehst du nach links rüber? Kann ich den hier cashern? Och, ein ganz kleiner. Ach Gott. Schwimmen in den Kescher. Und der ist im Kescher. Ein kleiner Feini. Aber wirklich ein ganz kleiner. Hat die Kämpfe wie ein großer. Kleiner Spiegler. So, hier ist der kleine Mini-Spiegler von Jason. Aber der hat am Anfang sogar mehr Gas gegeben, als man dachte. Ja. Na gut, lassen wir ihn wieder frei. Dann bringen wir die Route nochmal raus. Ein paar Minuten haben wir noch. Vielleicht kommt da noch einer. Petri, trotzdem. Danke. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch. Haben wir auch gleich hier gemacht mit dem Kleinen. Brauchten wir jetzt nicht extra die Abpackmatte holen. Der Kescher ist schön nass. Jetzt kommt der. Jo, da ist er weg. Da zischt er weg. Nice. Hier kam dann gerade noch ein kleiner Piepser. Ob das jetzt ein Schnurschwimmer war oder Fisch, wissen wir nicht. Aber wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Abonniert, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich denke, ihr habt gesehen, wie man dann doch schnell und einfach zum Erfolg kommt, auch ohne dieses ganze Profi-Können. Bis dahin, haut rein!